Ja, wenn man wirklich an Demokratie glaubte, dann wäre es auch viel schwieriger, viel heißer diskutiert, warum wir keine Volksentscheide oder vom Volk her eingebrachte Gesetzentwürfe haben, etc. etc. Ich meine, selbst wenn wir uns dann dagegen entscheiden aufgrund von irgendwelchen Argumenten, das würde zumindest ordentlich diskutiert werden. Aber die hassen alle diese Idee, Ja, ne? absolut. Ja, ist halt für Populismus anfällig, ne? Womit sie eigentlich auch sagen, hey Leute, wir sehen das auch so, dass der Standard-Dulli auf der Straße ein Vollmongo ist, dem man einfach irgendwas einreden kann. Wir wollen halt diejenigen sein, die es ihm einreden, und wir können das besser kontrollieren, wenn wir nicht direkte politische Entscheidungen zur Abstimmung stellen, sondern nur Parteien, die wir dann verknüpfen können mit einem Grundgefühl, ne? Was eigentlich die größte Krux der gesamten Demokratie ist. Am Ende gewinnt der, der den besten Werbespot für Waschmittel macht, also ein Gefühl verkauft für seine Partei und das vor möglichst viele Augen bringt im richtigen Frame, also im Endeffekt, wer die Medien in der Hand hat. Und sie sehen das selber so, ne? Sie glauben auch nicht, die Medien und die Linken glauben auch nicht an Demokratie. Sie halten das nur für ein Mittel zum Zweck, für etwas, was man ja riggen kann, was man türken kann zu seinem eigenen Nutzen und was dann vor einem steht als Schutzschild, denn dann sind deine Feinde, so kannst du es framen, Feinde des Volkes. Ja.